den letzten 10 Jahren ist sehr viel passiert im Festivalbereich. Also die Headliner-Bands, die kommen nicht mehr mit 3 LKWs, sondern jetzt als Beispiel Gorillas, die kommen mit 6 Sattelschlepper. Die 6 Sattelschlepper müssen wir im Tal unten umladen auf LKWs, auf 18 LKWs, die dann hier rauffahren. Das ist mit extremen Kosten verbunden. Das hat natürlich schon mit dem Umstand zu tun, dass die meisten Bands heute einfach das Geld live müssen verdienen müssen. Weil die Leute konsumieren zwar die Musik von diesen Bands, aber sie zahlen sie oftmals nicht mehr.